warum wir heute zu dieser ungewöhnlichen Zeit diese Pressekonferenz angesetzt haben. Und jetzt haben wir nur ein paar Minuten länger gebraucht, weil wir gemeinsam zusammengesessen sind und uns die Ergebnisse dieser Klausur angesehen haben, weil wir nicht geglaubt haben, dass das alles ist. Aber tatsächlich, es ist so, Sie müssen verzeihen, wir waren wirklich auf der Suche nach substanziellen Neuigkeiten, aber wir haben nichts dergleichen gefunden. Wir werden darauf noch eingehen. Also Pressekonferenz nach der Regierungsklausur und vor zwei Plenartagen, wo ich der APA-Meldung im Vorfeld entnommen habe, dass es zwei Highlights geben wird. Das eine ist quasi ja, die Vorstellung des neuen Herrn Gesundheitsministers, so ein bisschen der Traumschiff-Doktor heuert am Regierungsschinakel an. Und das Zweite ist sozusagen die dramatische Tatsache, dass sich der Immunitätsausschuss mit der Frage meiner Auslieferung im Zusammenhang mit einer Verwaltungsübertretung auseinandersetzen wird. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was wir in den nächsten zwei Tagen erleben werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zunächst zur Einordnung der Dinge eine kleine Bestandsaufnahme machen. Wie schauen wir denn derzeit innenpolitisch aus? Und ich glaube, das kann man mit drei ganz einfachen Dingen zusammenfassen. Das erste ist, die Österreichische Volkspartei befindet sich im Sinkflug. Und zwar kontinuierlich. Die Umfragen liegen viel, viel näher bei den 30%, die Kurz-ÖVP schon vor längerer Zeit offenbar als für sie das Worst-Case-Szenario ausgegeben hat, als man bei den 40% und darüber liegt. Das waren ja immer die Pläne und die Überlegungen von Sebastian Kurz und Co. noch vor einem Jahr, wo man dann ja auch schon Pläne geschmiedet hat, um überhaupt zu einer quasi Alleinregierung ansetzen zu können und dieses Land mit absoluter Mehrheit noch tiefer in den Korruptionssumpf hineinführen zu können. Für den miesen Zustand der Österreichischen Volkspartei, für diesen Sinkflug spricht auch, dass die Kanzlerbeliebtheitswerte dramatisch zurückgehen. Ich glaube, der Kanzler liegt sogar schlechter als die eigene Partei. Also auch das ist ungewöhnlich für die Österreichische Volkspartei. Und das alles sorgt für eine gehörige Verunsicherung in den Reihen der Türkisen. Und Wunder ist es keines, wenn man sich anschaut, was sich da alles ereignet hat. Ich rede jetzt vom Corona-Desaster, auf das werden wir noch eingehen, weil sich ja die Regierung in ihrer Klausur damit befasst hat und vorgibt, Wege daraus skizziert zu haben, was mitnichten der Fall ist. Aber es hat natürlich auch zu tun mit dieser Skandalorgie, möchte ich fast sagen, mit der die Österreichische Volkspartei in den letzten Monaten das Land überzogen hat und wo die Dinge nach und nach jetzt aufpoppen. Und weil ja in letzter Zeit sehr viel über Masken im Plenum geredet wurde, ich glaube, schon langsam besteht die Notwendigkeit, Gasmasken auszugeben gegen den Korruptionsgestank, der aus dem ÖVP-Sektor da über die anderen Fraktionen zieht. Das ist die Österreichische Volkspartei. Das Zweite sind die Grünen. Naja, eigentlich schon fast bemitleidenswert gefangen, irgendwo in der Rolle des gedemütigten Steigbügelhalters der Österreichischen Volkspartei, unfähig zur Flucht und irgendwie mit sehr, sehr starken Anzeichen des Stockholm-Syndroms gegenüber dem Geiselnehmer ausgestattet. Und beide zusammen, das ist dann der dritte Punkt, weit weg von einer Mehrheit, die es bräuchte, um noch einmal eine Regierungskonstellation miteinander bilden zu können und vor allem auch mit keiner Mehrheit mehr ausgestattet, was die Corona-Maßnahmen und die Unterstützung seitens der Bevölkerung betrifft. Und weil es jetzt schon so viele Pressekonferenzen in der Vergangenheit gegeben hat und die Pressekonferenzen aus der Mode gekommen sind und weil sich diese seltsamen Videogipfel und Videokonferenzen der Regierung auch nicht so wirklich dafür eignen, dass man da quasi außenwirksam ein Ablenkungsmanöver starten kann, hat man halt ein altes Instrument wieder aus dem Hut gezaubert und das heißt Regierungsklausur. Aber in Wahrheit ist es nichts anderes als die bekannte Methode des Spurenverwischens, des Vertuschens und des Zündens von Nebelgranaten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist, glaube ich, ein unbestreitbares Faktum, dass die Regierung an der Corona-Front nachhaltig gescheitert ist. Und das gilt sowohl für den gesundheitspolitischen Bereich als auch für den damit in Verbindung stehenden arbeitsmarktpolitischen Teil, für den wirtschaftspolitischen Bereich, für den sozialpolitischen Bereich. Ich sage Ihnen zunächst ein paar Worte zum gesundheitspolitischen. Es wäre sehr, sehr schön gewesen und es wäre eine riesige Chance gewesen, wenn die Bundesregierung den personellen Wechsel, der sich ja jetzt vor einigen Tagen ergeben hat, an der Spitze des Gesundheitsressorts, wenn die Regierung diesen Wechsel auch in Verbindung gebracht hätte mit einem Wechsel der Strategie
in der gesamten Corona-Politik. Also einen nachhaltigen Strategiewechsel statt den Einmaleffekt des Wechsels des Schuhwerks. Das wäre wahrscheinlich der sinnvollere Ansatz für Österreich gewesen. Aber wir sind enttäuscht worden in diesem Zusammenhang, denn der neue Gesundheitsminister Mückstein ist ein Dogmatiker des Lockdowns. Das hat er in aller Deutlichkeit schon hervorgestrichen in seinen ersten Wortmeldungen. Und er ist natürlich auch ein Dogmatiker im Zusammenhang mit dem Impfzwang, der ja auch von ihm als Gamechanger bezeichnet wird. Und ich glaube, er schlägt damit weiter in diese so falsche Kerbe, die das ganze Land in eine gehörige Schieflage gebracht hat. Was hätten wir Freiheitliche uns in diesem Zusammenhang vorgestellt? Nun, ich glaube, was Österreich zum Beispiel jetzt ganz, ganz dringend braucht und was wir uns erwartet hätten, das wäre eine Offensive im Gesundheitsbereich, im Kampf gegen Corona gewesen, in Richtung einer ganz verstärkten Behandlung von symptomatischen Covid-19-Patienten mit diesen Sprays, von denen Sie ja auch gehört haben, wo eine entsprechende Oxford-Studie zu dem Ergebnis kommt, dass diese Sprays, wenn man sie in der Frühtherapie einsetzt, eine Reduktion der schweren Krankheitsfälle um 90% in etwa bewirken kann. Das ist doch eine unglaublich erfreuliche Nachricht. Und jetzt machen wir nur mal ein Gedankenexperiment. Nehmen wir an, in Österreich etwa 9000 Tote mit oder an Covid-19. Ja, so klar ist das ja noch immer nicht. Aber etwa 9000 der Todesfall ist wohl der schwerste Verlauf quasi, den eine Krankheit nehmen kann. Und jetzt reduzieren Sie das herunter um diese 90%, dann landen Sie bei etwa 900 Toten, die zu beklagen gewesen wären, wenn man möglicherweise diesen Wirkstoff zeitgerecht entsprechend zum Einsatz gebracht hätte. Ich denke, was es braucht, ist nicht wie bisher weiterzumachen und diesen Spray erst in einer relativ späten Phase der Erkrankung zum Einsatz zu bringen, sondern genau das zu tun, was sich in der Oxford-Studie zeigt, dass es die besten Ergebnisse gibt. Das ist günstig, das ist offenbar hocheffektiv und es ist überdies ungefährlich. Und ich glaube, dass es höchst an der Zeit ist, dass die Regierung hier im Verbund mit der gesamten Ärzteschaft diese Kraftanstrengung unternimmt und hier sozusagen eine Offensive in diesem Bereich startet. Das nicht zuletzt deshalb, weil es ja doch eine ganze Menge von unerfreulichen Nachrichten auch von der Impffront gibt, weltweit. Das ist nichts, was ich mir wünsche, das können Sie mir glauben. Ich würde mich freuen, wenn es umgekehrt wäre, wenn sich die Bedenken, die viele von Anfang an gehabt haben, in Luft auflösen würden. Aber je mehr man recherchiert, desto mehr bestätigt sich dann eher der Eindruck, dass die Argumente derer, die zur Vorsicht geraten haben, mehr und mehr Oberwasser bekommen.